Jeder, der mich kennt, weiß natürlich, dass ich eigentlich der etwas ruhigere Typ bin, mich auch mal zurückziehe, aber bei der DTM an der Rennstrecke ist es eigentlich eine ganz andere Welt, ja. Du stehst im Mittelpunkt, du bist eigentlich der Star, zehntausende Fans jubeln dir zu von der Tribüne. Also es ist schon eigentlich zwei verschiedene Welten, aber irgendwie mag ich's. Du bist irgendwie so vollgepumpt mit Adrenalin von deinem Körper und irgendwo beschäftigen dich 10.000 Sachen gefühlt, ja, was du vielleicht noch anders machen willst. Du kannst nicht wirklich hundertprozentig runterfahren. Ja, ohne meine Eltern würde ich heute nicht in der DTM sein oder da sein, wo ich bin. Ich habe denen extrem viel zu verdanken. Für mich als Vater ist es natürlich echt wichtig, wenn du den Support bekommst. Ja, ob es die Fans sind, ob es die eigene Familie ist, aber auch klar der Partner. Scheffler ist einfach eine riesengroße Nummer. Ein regionaler Partner mit dem regionalen Fahrer ist echt ein Highlight. Fit sind wir alle körperlich, aber die mentale Stärke ist so wichtig, weil tatsächlich in der DTM mittlerweile die Rennen echt im Kopf entschieden werden. Ja. Ich habe Karosseriebauer gelernt und bin halt immer noch sehr, sehr gerne in der Werkstatt bei meinem Vater. Und ich glaube, dafür habe ich halt extrem gutes Verständnis, was tatsächlich meine Jungs an der Rennstrecke, die Mechaniker, da leisten. Der Name Scheffler, der war ja schon immer präsent, ja, während meiner Lehre. Und jetzt schließt sich halt so ein bisschen der Kreis. Jetzt fahre ich mit dem Scheffler-Auto auf den Rennstrecken dieser Welt und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Am Ende sind wir alle ein gemeinsames Team, ja, und alle schrauben an den gleichen Erfolg, wir wollen alle gewinnen. Es kommen weniger als 20 Fahrer in die DTM. Der Konkurrenzkampf ist extrem hart, die Zeitenabstände extrem eng. Es ist cool dabei zu sein, aber es ist natürlich eine richtige Challenge, wirklich jedes Wochenende abzuliefern. Ich bin bisher zweimal Meister geworden, möchte gerne den dritten Titel einfahren und da musst du natürlich dafür hart dran arbeiten. Ja, am Ende sind wir Rennfahrer und das ist unsere Leidenschaft. Und wenn es nach mir ginge, würden wir wirklich jedes Wochenende Rennen für Rennen fahren.